weißt, ich... Wie spät ist es denn? 7:45. Wann esst ihr hier denn Frühstück? Ja, wir. Nur jeder, wann er Lust hat. Die Betten bei euch. Bei uns. Korrigier mich nicht immer. Ich habe mir die Betten anders vorgestellt. Also, ich finde sie sehr bequem. Das meine ich nicht. Die haben irgendwie keine Tradition. Willst du nicht aufstehen? Und lauf nicht immer barfuß. Na? Das wird mein Arbeitszimmer. Es muss nur noch ein richtiger Schreibtisch her. Und ich sitze da am Ofen und schaue zu, wie du arbeitest, hm? Warum heißen diese Zimmer eigentlich die grünen Zimmer? Ich weiß auch nicht, die heißen eben so. Guck mal. Gefällt's dir? Ganz gut. Bist du, ne? Mhm. Hast dich ganz schön verändert. Ja, da war ich 12. Das hat meine Mutter aufgenommen. Ich geh rüber ins Büro. Mal sehen, ob die Zeitung schon da ist. Ah! Morgen. Guten Morgen. 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 Entschuldigung. Na? Gut geschlafen? Darüber müssen wir mal reden. Über Ihren Schlaf? Dafür bin ich wohl kaum zuständig. Möchtest du Kaffee oder Tee? Tee, bitte. In diesem Haus muss es doch so etwas geben wie ein Familienbett. Ich meine, ihr müsst hier doch ein Bett haben, in dem die Kinder geboren worden sind. In dem gestorben wurde, in all den Generationen, in denen Quinz hier gelebt haben. Dieses Bett erbitte ich mir für die künftigen Familienereignisse. Ein Sterbebett? Ja, soviel ich weiß, sind die Quinz nie in ihren Betten gestorben. Wir hatten da keinen Bedarf und haben also folglich keine Tradition. Ja, und was das Kinderkriegen betrifft, meine Schwester und ich sind, wenn man den Aussagen der Beteiligten glauben kann, in dem Bett geboren, in dem ich seit Jahrzehnten schlafe, wenn auch schlecht. Als eheliche Vollzugsstätte hat es allerdings, hör du da nicht hin, ja, in den vergangenen 50 Jahren nie gedient. Maximilianes Eltern haben nur ein Hotelbett benutzt. Allerdings im Adlon und mit schönem Erfolg. Quint, nun lass es gut sein. Aber nein, Sophie Charlotte, solche Dinge müssen unbedingt besprochen werden. Es scheint in dieser Hinsicht ein bedauerliches Manko an Tradition auf Pönichen zu herrschen. Und wenn mein Bett geeignet sein sollte, diese Lücke etwas auszufüllen, will ich es gern für den ehelichen Vollzug zur Verfügung stellen. Ja, zum Sterben kann ich es mir ja dann wieder ausleihen. Maximiliane bekommt von mir 350 Mark im Monat. Das ist angemessen und entspricht meinem Einkommen. Wohin soll ich es überweisen? Bar wäre mir lieber. Geld kann gar nicht bar genug sein. Du fährst am besten gleich wieder nach Haus. Aber ich kann doch mit dir warten, bis der Zug kommt. Ich mag das lange Abschied nehmen nicht. Am Sonnabend bin ich außerdem schon wieder da. Danke. Thank you.
Maximiliane führt zwei Leben. Ein sonntägliches mit Viktor, ein alltägliches ohne ihn. Er kommt aus der Stadt zu Besuch, wird behandelt wie Besuch und wieder zur Bahn gebracht wie Besuch. Ich überlasse dir nicht ungern meine Pflichten. Ich glaube, ich habe jetzt das Recht, mich ein bisschen auszuruhen. Mach nicht durch Gesicht, so schlimm ist es nicht. Frag mich, wenn du etwas nicht weißt. Aber denk nach, bevor du fragst. Später hast du auch niemanden, den du fragen kannst. So gibt Maximiliane in Zukunft die Weisungen an den Gärtner, die Mamsell, das Hausmädchen, wird mitverantwortlich für Wäschekammer, Waschküche, Räucherkammer, Eiskeller. Das stimmt schon, Martha. Sie brauchen nicht nachzuzählen. Moment, Moment noch. Nehmen Sie die Post mit rüber. Der Brief von Herrn Quint ist auch schon dabei, einen Tag früher als sonst. Ja, danke, Mama. Viktors Briefe, die regelmäßig in der Mitte der Woche eintreffen, enthalten in gedrängter Form die Geschehnisse aus der Reichshauptstadt, die man bereits aus der Zeitung kennt. Maximiliane hätte sie offen liegen lassen können, wenn sie nicht diese Nachsätze enthielten, die sie auch dann zum Erröten bringen, wenn sie allein ist. Vor seinen Besuchen steht dort: Unterrichte mich bitte über deine Tage, damit ich nicht zu einem ungeeigneten Zeitpunkt komme. Nach seinen Besuchen steht in der Regel ein Nun als Nachwort unter den Briefen. Nun? Ist das wirklich wahr? Bist du ganz sicher? Ja. Wie geht's uns denn? Wie es uns geht, weiß ich nicht. Mir geht's gar nicht gut. Ja, Sie essen zu viel Äpfel. Und Sie brauchen Abwechslung, mein Kind. Das ist alles. Fahren Sie nach Berlin. Eine Fahrt nach Berlin tut Wunder. Eigentlich gar keine schlechte Idee, von dir nach Berlin zu kommen. Aber liebes Kind, wie oft soll ich dir das noch sagen? Alkohol in deinem Zustand. Willst du unserem Sohn unbedingt schaden? Wenn es ein Mädchen wird, dann schadet es ihm vielleicht nicht. Meine liebe Maximiliane, manchmal habe ich den Eindruck, dass du einfach nicht reif genug bist für diese hohe Aufgabe. Mutterschaft ist die Erfüllung des Seins einer Frau und kein Anlass zu Frivolitäten.
von SS-Obergruppenführer Oldenburg. Toll, Frau. Mit Standartenführer Heidenreich. Interessant. Du solltest morgen zum Friseur gehen. Hat es den Herrschaften geschmeckt? Vorzüglich, wie immer, danke. Wir bedanken uns bei Ihnen. Darf ich dann das Dessert servieren? Sie dürfen. Schon. Ich hoffe, du hast noch etwas anderes zum Anziehen mitgebracht. Trägst du keinen Hut? Lass das in Zukunft sein. Darf ich? Bitte. Ich bin sehr. Dankeschön. Bedeutende Worte über der Großtyrann und das Gericht. Ich komme mit diesem Schmürke einfach nicht zurecht. Ich krieg bestimmt wieder eine 5. Nichts ist vielfältiger als die Liebe. Die Versuchung der Mächtigen und die Leichtverfügbarkeit der Unmächtigen. Soll das nun heißen, dass man zum Tyrannen wird durch seine Untertanen? Oder dass keiner was dafür kann? Also ich bekomme ein Kind. Hey. Du hast es gut, du brauchst keine Abitur mehr zu machen. Also wie ist das denn? Wer? Was macht denn dein Mann? Ich hab den auch nicht so, weißt du, deshalb kommt er. Hallo, Irmgard! Guten Tag, Fräulein von Quint. Eine andere, schönere Seele. Drum sollst du mir heute nicht erzählen.
Vielleicht kann der einen Kamillentee kochen. Ich bin ein Flüchter, Großvater. Nehmen wir an, du hattest einen Grund. Quinn? Ja. Dein Mann. Er sagt, du wärst ihm eine Erklärung schuldig. Im Augenblick kann ich in dieser Angelegenheit leider nichts tun. Auch in seinem zwei Tage später eintreffenden Brief besteht Viktor auf eine Erklärung. Wegen ihres Umstandes sei er bereit, ihr zu verzeihen. Über die Haarklammer ist nie geredet worden. Frühling 1938. Nicht irgendein beliebiger Frühling. Ein Frühling im tausendjährigen Reich. Österreich ist heimgekehrt, die Ostmark. Der Anschluss wird gefeiert mit Fackelzügen im ganzen, nunmehr großdeutschen Reich. Pönichen feiert auf seine Art. Sieht deiner Tante und Namensgeberin ähnlich. Eine künstliche Glucke. Früher haben wir auf Pönichen nur Pferde gezüchtet, dann Hunde. Und jetzt sollen wir auf Küken kommen. Mit uns geht's bergab. Es sei denn, ihr verlegt euch zusätzlich auf Menschenzucht. Beim ersten Mal müssen Sie schon etwas Geduld haben. Das ist ganz normal, mein Kind. Kind im Kindbett. Und ich darf ihm nicht helfen. Und der Vater von dem armen Wurm ist auch nicht da. Wenn das mal gut geht. Ja, das finde ich auch nicht richtig. In der schweren Stunde gehört der Mann an die Seite seiner Frau. Aber er kann nicht weg aus Berlin. Er ist unabkömmlich, hat er geschrieben. Unabkömmlich. Mal ruhig bei sich behalten kannst du es ja nicht. Ein Junge! Ich werde dem kleinen Joachim Pönichen überschreiben. Fideokommisum zu treuen Händen. Und die Verwaltung des Gutes bis zu seiner Volljährigkeit werde ich Maximilian überlassen. Ich hoffe, das widerspricht nicht zu sehr deinen Erwartungen. Im Gegenteil, ich bin völlig einverstanden. Ich habe in Berlin Größeres zu tun. Umso besser. Die Hauptsache, es bleibt bei den Quints, ob mit oder ohne D. Aufs Blut kommt's an. Vielleicht sollten wir ein paar Bilder umhängen, damit wir mehr Platz haben.
nach Hitler, wenn wir keinen Platz mehr benötigen. Schwarz-Weiß-Rot und Hakenkreuz. Deutschland und Horst Wessellied. Zwei Fahnen und zwei Nationalhymnen. Mensch, Riepe, das hat nicht einmal das britische Empire. Ja, ich glaube nur, die haben ein bisschen mehr Wind, Herr Baron. Liebe Maximiliane, liebe Großeltern, liebe Freunde, ich bin kein Redner, ich bin ein Mann der Tat. Bravo. Die Quints konnten immer schon reden, trinken und schießen, aber sie konnten es auch lassen. Wir wollen darauf trinken, dass dieses Kind es im rechten Augenblick ebenfalls können wird. Auf das Tun und Lassen kommt es an. Zum Wohle. Nie wieder ist Viktor so viele Tage auf Pönichen. Die Arbeit an der Geschlechtertafel wird durch seine Abreise unterbrochen. Sie bleibt unvollendet auf dem Tisch liegen und wird sorgfältig abgestaubt. In den kommenden Jahren kann er sich nicht mehr um die Quinschen Wurzeln mit und ohne D kümmern, wohl aber um die neuen Triebe.